Hey! Liebe Leute! Wieso hustest du? Ich habe mir gerade die Stimme kaputt gemacht. Willkommen, liebe Leute, zurück! Ich habe gerade was getrunken und habe mich verschluckt. Willkommen, liebe Leute, zurück zu PD2! Woo! Ich habe jetzt eigentlich nicht. Auch ein bisschen. Okay, fuck you. Mit Ömer, mit ÖM-Zusmann Meismann, mit ÖM Kurima, mein Mann, Mens Meismann und mit Black Soul 40 für den PC. Was kann ich noch so ausgraben für alte Namen? Black Soul 40 für den PC. Ja, wir sind PD2, liebe Leute. Damals haben wir mit Part 69 offiziell haben wir das Let's Play damals beendet. Es gab ja noch zwei extra Videos in der Playlist, aber ich glaube 69 Parts, wenn mich nicht alles täuscht, hatte das Let's Play. Wir haben jede Mission einmal durch und haben vor ein paar Monaten aber mitbekommen, die Ficker haben immer noch neue Missionen reingebracht. Und wir hatten dann lange Probleme, so, wir planen jetzt bestimmt seit einem Dreivierteljahr oder so diese Aufnahmen. Hat nicht so ganz funktioniert, nicht so schlimm, ist schlimmer als im Leben. Und jetzt haben wir uns zusammengerafft, denn es gibt 5 bis 6 neue Missionen. Und ja, wir dachten uns jetzt, Digga, abficken los. Cheesy, cheesy, easy, easy. So, das bedeutet, liebe Leute, ab jetzt kommt, bis wir diese Mission durch haben, wieder, wie damals üblich, jeden Freitag um 19.30 Uhr ein Part PD2. So, werden natürlich nicht viele sein, also ihr werdet das über 5, 6, maximal 7 Wochen sehen. Und ich hoffe, dass es in der Regelmäßigkeit funktioniert. Mal gucken, wir werden heute wahrscheinlich nicht alle 5, 6 Missionen schaffen. Danke für diese Information. Da, also für alle Tauben unter euch gibt es unten links auch noch die Transkription meines Gesagten. Vielen Dank dafür. Ich wollte schon immer mal einen Transkribator. Ja, aber ich hoffe, dass wir dann die nächste Aufnahmesession auch irgendwie so in der Regelmäßigkeit, also so bald hinkriegen, dass die Videos dann so. Also, ne? Ihr wisst schon, liebe Leute, ich trinke noch mal kurz einen Slip von meinem Coca-Cola Energy. Ah, leer. So. Das Ganze läuft jetzt wie folgt ab. Wir spielen Missionen. Wir haben seit dem letzten Part, der online kam, nicht mehr PD gespielt. Ja. Ömer, magst du mal ganz kurz nachgucken, wann der letzte Part war? Wann der online gegangen ist? Moment. Das mache ich sofort. Also du müsstest nach Part 69, also Hashtag 069, wenn du danach suchst, und PD2 natürlich, dann solltest du den finden und da müsste auch Upload-Datum dabei stehen. Ja, und dann machen wir gleich los. Wir spielen heute die Mission Brooklyn Bank, die wir, glaube ich, noch nicht gemacht haben. Manche Missionen wurden umbenannt bzw. eingedeutscht, was mich erst übrigens abgefuckt hat. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht gemacht. Und wenn doch, dann gehen wir einfach zur nächsten. Eine Stunde. Nice. Video. Am 12.01.2018 kam der Part 19. Okay, ja, also so ach du Scheiße, ein Jahr, also fast 2 Jahre ist es her. Und ihr müsst ja auch bedenken, die Aufnahme kam ja früher als das Video. Ah, doch, 12.01. Okay, ups. Ja, also fast 2 Jahre, weil wir haben jetzt Oktober. Und da müsst ihr ja noch bedenken, die Aufnahme war ja immer noch früher, als der Part online kam. Also wir haben das wahrscheinlich irgendwann im Dezember aufgenommen. Heilige Scheiße. Also bitte erwartet heute kein Quality Gameplay, wie ihr natürlich bei den vorherigen 69 Parts jedes Mal gesehen habt. Aber gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf Überfall starten, dann kommen wir an dieses kleine Briefing, wo wir nochmal unser Inventar sehen und so und bla bla. Ja, wir haben keine Ahnung, was das für eine Mission ist. Da stand nur, dass man es nicht endgültig serven kann. Also haben wir irgendwie so einen Mix genommen aus Kram. Überfall starten. Go, go, go. Ach so, fuck. Ich muss für den nächsten Part noch aufstellen. Ihr seht, glaube ich, oben links gerade das Discord-Interface. Das ist jetzt für den Part an. Sorry, im nächsten Part ist es aus. Das kommt mir aber gerade voll bekannt vor, wenn ich den Ladescreen sehe. Na, wir gucken mal. Das ist überhaupt nicht bekannt vor. Ein Stück. Der auch nicht. Hä? Der lässt immer 3 Sätze aus. Ich würde mit
have to wonder how he pulled that one off, huh? Batuko, the note detailed that inside the vault of the Brooklyn Bank, there's something buried in the foundation. Something that Bain needed, put there when the concrete was poured. I've no idea what it is and how all this fits together, but whoever got to him put in a lot of resources. So it's probably not any old dingus. So we're going to get in and get it before anyone else finds out, yeah? Okay. Wie viel Geld hast du unten links gerade im Offshore-Konto? 1.500.000. Okay, also bist du erstmal verantwortlich für die Dinge. Ich habe schon gekauft. Ja, ich gerade gesehen. Also, Dude, Mann. Okay. Hier seht ihr kurz mein Ausrüstungsset. Ich habe einfach irgendwas angeklickt. Das ist sein Ausrüstungsset. Du hast echt die leichtere Rüstung noch an, ne? Ja, wenn ich jetzt eine schwere an hätte, wäre ich über 47, 46. Ich könnte auf 46 noch, glaube ich, hoch, aber alles gut. 46 bin ich auch. So, ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich die schwere anziehe. Nur 46, ja. Ja, weil Abflakweste wird schon bei 55 sein. Oh, ja. Ich glaube, ich nehme einfach die schwere. Ich nehme einfach die schwere. Ist in Ordnung. Ich habe noch eine darüber, krass. Ja, wenn ich in der Theorie könnte ich mir ja sogar noch... Ah, ne, das Skillset kann man ja nicht mehr ändern. Oh, okay. Man kann halt unten noch das Profil ändern. Ne? Ja, okay, ich habe kein zweites Profil angelegt, also. Ja. Gut, dann, liebe Leute, würde ich sagen, bereit. Let's go. Friends, I know this is serious, but you still have to have a bit of fun, yeah? Watch now. Left a bit. There we go. Ah, Bekacken Civi. Whoa, almost got that one too. A little faster. Almost there. And... that was cute. Now, get going, friends. Und das ist immer noch so schön wie unfassbar. Also Payday ist wahrscheinlich wirklich das bilingualste Spiel, was ich kenne. Okay, es geht offensichtlich gleich laut los. Also rein hier. Okay, ja, es geht definitiv. Ey, warum? Ich hab Hardcore Lex. Hey, stopp. Okay, jetzt geht's wieder. Wow, okay, erstmal wieder reinkommen. Ja. Okay, alles gut. Okay, ich bin drin. Hey, hast du deine Säge mit? Hier gibt's ADMs. Nö. Oh Mann. Aber man kann eine mit EC. Ja, mach aber. Du hast ja nur eine, aber ist egal, mach los. Ich hab zwei. Nee, achso, ja, easy peasy. Lemon squeezy. Au! Das Problem ist, wir haben gerade, glaube ich, noch gar keinen Wagen. Also lass es mal noch drin, noch nicht raus. Achso, Mann, achso, das ist gar kein. Okay, dann mach hier auf. Ja, easy. Eigentlich keine Taschen, oder? Ich dachte, das sind Taschen. Ja, easy peasy immer. Machst du das hier auch noch auf? Ich habe keinen zweiten, habe ich gerade nämlich korrigiert. Hast du nicht gesagt, du hast zwei? Ich hab mich gerade korrigiert! Oh Mann, hättest du nicht deine Säge mitnehmen können? Guck mal, wir müssen hier so eine scheiß Säge sägen. Hier ist noch ein ATM! Mein Gott, dann nutzt doch die Säge, die du da gerade platziert hast, hä? Wie wär's damit? Geh zurück in die Lobby. Ach, das ist ja ätzend. Oh Mann. Ich weiß nicht, was du hast. Ich hab mir mal die Säge mitgenommen. Kann man nochmal Leute anschreien? F, glaube ich. Lol, der eine hat sich ergeben. Ja, der hier auch. Wir geben sich alle. Ja, weil wir coole Dudes sind. Okay, ich habe doch die Fähigkeit, dass ich die zu meinen Dudes machen kann. So, der hier unterstützt uns jetzt. Du auch? Ach so. Der nicht. Hey! Der hat angefangen zu schießen. Ja, wir haben jetzt einen Dude. Nice. Ich wollte immer meinen eigenen Dude haben. Oh ne, die Säge ist kaputt, Leute. Wir müssen, Rudi, wir müssen mal die Säge... Ah! Ich werde abgebumst. Ja, lass mich das restarten. Ich bin ein Tank hier, wenn ich... ja, genau. Ja, mach mal. Easy Lemon Skin. Oh, ich habe überhaupt keine Rüstung mehr. Da bin ich gar nicht mehr, denke ich. Ja, ich schmeiß mich dazwischen. Alles gut. Hier, Granate. Nee, Moment. Wo ging Granate? Auf welcher Taste ist die Granate? G oder nicht? Nee! Drei. Okay, brennt. Da. Okay. Ah ja, so gefällt mir das doch schon besser. Jetzt habe ich hier jetzt so meinen. Ich habe die ganze Zeit noch mit schwergedämpfter Pistole. Der neben mir ist nicht gut. Der sind schon wieder. Säge! Okay, der wollte die Säge, aber alles easy. Oh, wo fährt denn die Bahn hier hin? Ich hab die alle mal gestunt. Ja, gut. Ich baller mich trotzdem noch ab. Ja. Alter, die kommen ja aus 24 Richtungen. Bei mir ist aber jeder Schuss ein direkter Kill. Ja,
Egal mit welcher Waffe. Remove Sazov. What? Ich muss erstmal so lesen, so, was ist denn eine Sav? Eine Sav. Okay, komm rein. Komm rein, ja. Schnell. Ich kann dir die Tür zumachen. Ja. Kannst du nicht. Kann ich doch nicht. Ich kann die hier aufmachen. Okay. Da unten kann man noch. Boah. Ein Knopf. Ah! Hier ist ein Knopf. Achso, hier ist der Tresor. Dir fehlt Termitpaste. Wir brauchen Termitpaste. Achso, warte, ich geh die holen. Ja, mach das mal. Ich brauch so 5 Jahre dafür, aber das ist kein Problem. Naja, ich hab schon 6 gebraucht. Was denn? Ich geh mich mal ganz kurz. Also, ich denke mal, dass die da gleich sein sollte. Ich geh mich ganz kurz. Genau. Wo krieg ich die? Wo krieg ich die her? Na, da draußen, so bei so einem Ausrufezeichen. Ja, ich bin genau da drüber. Weiß nicht, wo es sein soll. Ach, jetzt bist du auch hier. Ein bisschen verwirrt. Ja, am besten mal umgucken. Vielleicht ist sie hier so irgendwo so versteckt. So. Hier zum. Ach ne, hier liegt so ein Gage-Paket. Auch gut. Retrieve the equipment. Ja. War der Plan. Ah, so, hier unten, ne. Oh! Crazy Equipment. Vergessen, wie viel Feinde hier immer rumgucken in Payday. Da bin ich. Also sind wir gerade blöd oder? Ich hab jetzt auch gerade nichts gesehen, lustigerweise. Also. Aber da unten kann man ja nicht rein, dafür. Also, oder? Nee. Konnte man da. Okay, die Welle ist soweit jetzt over. Ja, das ist schön für die Welle. Hast du den Film? Ich schau mich gesehen? Mal auf der Map ein bisschen um, ja. Ja. Kennst du den Film, die Welle? Nee. Das ist einer der wenigen deutschen Filme, den man sich echt geben kann. Ja, hier ist irgendwie nix. Ich hab keine Ahnung, wo hier so eine. Was ist das? Termitpaste? Ja. Nee. Ich keine Ahnung, von wo das sein soll. Warte mal, oder haben wir die schon dabei? Na, also bei mir stand gerade, also dir fehlt Termitpaste. Also du kannst ja mal hier in den Safe gehen und gucken, ob du da interagieren kannst, aber mir steht, dir fehlt. Dir fehlt Termitpaste. Hä? Sind wir behindert geworden oder so? Oh hey, hier liegt Bargeld. Warte mal, aber hier in der Kanalisation ist nichts, oder? Ja, ich bin da ja nicht reingekommen. Ne, ich komme da auch nicht rein. Also ich habe keine Ahnung, wo wir. What the fuck? Wurfobjekt nehmen und so. Ja, das sind unsere Taschen hier. Verarzten, ja. Warte, ich gucke mal kurz in die Missionsplanung. Ey Leute, ihr könnt doch nicht so schon wieder anfangen. Ich bin verwirrt. Oh, ich habe kein Schild mehr. Im so. Ja, keine Panzerung mehr so. Okay, es muss noch einen Grund geben, warum man hier ins obere Stockwerk kommt, oder? Zielerinnerung, Retrieve the Equipment. Ja, danke für die Erinnerung. Ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal rein. Ja, da bin ich auch gerade. Oh ja, okay. Ja, ich muss mich irgendwie wieder zurückziehen, wir sind nicht tot. Also ich habe ein bisschen Bargeld gefunden, vielleicht hilft das. Vielleicht können wir uns die Termitpaste kaufen. Ja, lass mal hier in diesem Shop, kannst du reingehen. Hier war doch irgendwo dieser Remote-Controlled Van, mit dem die ganze Mission angefangen hat, oder? Vielleicht ist der hier irgendwo noch.
Also die Mission hat damit angefangen, wo der Typ da gelabert hat, dass hier irgendwo, also so ein ferngesteuerter Van halt in die Bank gefahren ist. Vielleicht steht der Van hier. Kann ich mal runterspringen? Nee, hier ist nicht. Hä? Ist das vielleicht ein Bug? Müssen wir die Mission nochmal neu starten? Ich bin mir echt nicht sicher. Also irgendwas nicht beachtet oder nicht gelesen oder sowas? Retrieve the equipment log has arranged, ja. Ich guck gerade. Search the dumpster. Echt? Ja. Oh ja, das geht. Ist drin? Da ist nichts drin. Ja, hier sind da mehrere. Ah ja, hier ist es. Hm. Das hätte man vielleicht mal reinschreiben können. Okay. Was ist das? Hier, komm mal hierher, bitte. Also ich kann das nicht mehr tragen. Ich habe gerade aus Versehen Sprengstoff aufgehoben, jetzt kann ich das Thermit nicht mehr tragen. Ja, ich komme jetzt. Ich muss mich aber durchkämpfen, deswegen... Ja, dauert gut. Aber sprint einfach durch, du kennst es. Es funktioniert am besten. Also hier nicht die gelbe Tasche, sondern die braune hinten, ja? Da wo Thermit steht. Ja, habe ich. Okay, dann komm mit. Eigentlich sollte ich mich aber einmal in Deckung. Nee, ich begebe mich einmal in Deckung, sonst bin ich gleich tot. Achso, ich habe scheinbar doch welche aufgehoben. Okay. So, jetzt nicht, jetzt komm ich. Ja, alles gut, ich habe schon. Achso! Wow. Was steht da? Wait for the winch part. Ja, wo sind sie durchbrennen? Du kannst es ja gerne mal angucken kommen, sieht ganz schick aus halt. Ja. Aber. Ja, ich werde mich mal nicht zur Munitionskiste bewegen, das sieht noch relativ gut. Ah! Du musst dich dahin bewegen oder nicht bewegen? Nee, also ich habe mir gerade so überlegt, man könnte sich ja Muni holen, dann ist mir aber aufgefallen, die haben ja so viel Muni gedroppt, dass ich das echt nicht brauche. Nee, ich wollte gerade sagen, das brauchst du glaube ich gerade. Aktuell gar nicht. Wird ein bisschen nervig, dass ich gut nur 6 Schuss hat. Ja, ich habe ja extra hier schallgedämpftes Sturmgewehr mitgenommen. Also die gute alte Wall. Aber die hat einfach so ein Mini-Magazin. 20 Schuss, ne? Und geht da, also schießt er doch übel schnell, deswegen ist das ein bisschen. Okay. Go, go. Okay. In 30 Sekunden kriegen wir unseren Kram. Den wir zum Aufmachen brauchen. Oh, das war eine blöde Granate. Uppala. Ja, die machen immer den guten alten Stunnen. 30 Sekunden sollten eigentlich rum. Oh, ich muss fuchsen. Oh, geil. Ach so. Oh, Sniper auf den Dächern. Mhm. Ah ja, hier sind 3 Taschen. Bei dir? Boah, es sind hier so viele. Ja, Felix. Du wolltest doch die lauten Missionen. Ja, schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es so viele waren immer. Ich muss mich wieder einmal in Deckung begeben, ich bin gleich tot. Also es kann immer nur eine Tasche getragen werden, nur 3 brauchen wir. Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wie man Taschen wirft. Okay, so wirft man. Alles easy. G? E? G. Achso, G, okay, stimmt, steht sogar. So. Willst du die andere Tasche holen? Ich bin schon da, hab sie schon. Dann kriege ich schon mal den Weg. Hast du gerade einen Civilian gekillt? Ja. Stand, ist auf einmal aufgestanden. Hat er verdient. Bargeld. Bargeld. Oh, Bargeld. 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 Halten zum Öffnen. Oh, Bargeld. Moment. Erstmal kurz die Kassen hier lernen. Ja, Bargeld. Bargeld. Bargeld.
versuch die Masse mal runter zu schießen. Weil wir gerade so gegen das ganze Land kämpfen gefühlt. Secure. Secure. Securest du die? Nee? Okay, dann mach ich. Nein, bin gerade am Verteidigen. Okay, den Haken an. Ich bin schon reingeguckt in den Haken. Und start the winch. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das hier keiner fickt. Okay, das kriege ich hin. Das mache ich eh nicht von der ganzen Zeit. Toll, da ist einer rangekommen. Als ich nachladen musste. Ja, ich denke hier die rechte Seite. Wenn du auf der Seite Probleme kriegst, sagst du Bescheid. Ja. Ich muss erstmal nachladen, das dauert immer so lange. Irgendwie kommen die auf der Seite hier nicht. Ich komme mal rüber. Ja, mach mal. Vor allem, wenn die von hinten kommen, kann ich nichts tun. Ja, ja, ich gehe mal ganz kurz in Deckung. Okay, sehr gut, dass jetzt erstmal kurz die Phase hier abklingt. Immer diese fliegenden Helme. So, kurz ein bisschen Muni gesammelt. Hier, falls du brauchst, ich werde es auf jeden Fall jetzt mal benutzen. Was ist das? Muni Bag? Nee. Arzttasche, ja. Gerade wo jetzt hier. Du kommst hier mal kurz klar, ja? Ich werde mir draußen mal kurz meine Molotovs auffüllen gehen. Ja. Der war nicht mal bei mir da dran. Hä? Ist auch so ein Hosting oder so? Maybe. Weiß ich nicht, ich war nicht hier, hab nicht geguckt. Hauptsache sie läuft wieder. Ja, ich hab sie direkt wieder angeschmissen. Easy! Ah, ich weiß, wie ich die lange Ladezeit unterbrechen kann. Ich sprinte eben. Einfach nur. Dann unterbreche ich damit die Animation. Black Ops Tactics. Oh. Okay, easy. Die Winde hat's geschafft. Tschüss. Yes. So, und jetzt take everything you. Was? Achso, stimmt, wir wollen ja das drunter. Aber nimm trotzdem so viel mit, wie du kannst. Ja, Gold. Eine Tasche. Ja, lass es einfach erstmal hier vorwerfen. Die Bullen bringen das. Ups, Polizisten bringen das ja dann nur. Die bringen das doch weg. Ja, irgendwo hin, das holen wir uns dann wieder. Ja, okay, eigentlich können wir es auch mal liegen lassen. Ich wollte sagen, lass es einfach erstmal liegen. Müssen wir die ganze Zeit verstreut rumlaufen und die bringen das bestimmt nicht in so einen sicheren Raum wie jetzt hier. Also sicher in Anführungsstrichen, aber so weiß ich mal. Ich knacke gerade den Geheimkasten. Oh, sobald ich eine Tasche trage, kann ich nicht mehr sprinten und damit die Daten. Okay, jetzt müssen wir den Kram. Achso, nee, open the sewers. Okay, erstmal die sewers open. Mach du mal, ich sicher mal das Gold. Das, was ich gerade in meinem Rücken trage. Nein, das, was wir hier voll. Oh ja, das ist unser Dude. Der sitzt in einem Boot. In der Kanalisation. Und der will gleich unser Gold haben. Du kannst. Ja, beschützt das Gold. Genau, ich mach das. So. Take this. Okay. Jetzt kannst du mir schon mal helfen, die Taschen hinzubringen. Ja, okay, dann mache ich das jetzt. Aber wichtig ist nur, dass wir niemals beide da sind, weil du kennst ja das Spiel, wenn wir beide auf dem Exit stehen, dann heißt das Exit. Das heißt, also, ja. Also wir sollen so leicht versetzt gehen. Ich bin jetzt gleich wieder dran und du ja, bist einfach 10 Meter hinter mir, dann reicht das. Ich lauf schon jetzt. Ja. Ach ja, ich habe jetzt die Fähigkeit, wenn ich, wenn ich Headshots mache, kriege ich Rüstung. Ah, nice.
Achso, da unten. Feuer im Loch! Ja, geht mal hier weg von den Taschen. So, bist du da auf dem Rückweg? Ja. Und mach mal so eine... Du hast mich auch voll gestartet. Aber ist okay. Ich komm damit klar. Ich kann das ab. Ich kann das ab. So. So, ich bin jetzt auf dem Weg wieder dahin. Sehr gut, ich bin auf dem Rückweg. Lasst mich in Ruhe! Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind noch. Jetzt krieg ich Gesundheitsschaden, das ist nicht gut. Ja, alles easy, guck mal, wie wenig du kriegst. Dann regenerierst du in der Kanalisation kurz oder so. Ja. Okay, bist wieder voll. Ja. Lauf. Bin dabei. Kann sein, dass du jetzt ein Goldding heben musst. Ich weiß nicht, ob noch... Doch, ich glaube, eine Tasche liegt noch da. Ja, eine Tasche liegt da. Wow, ich wurde gerade in die Luft katapultiert. So. Okay, du hast eine, ich habe eine, danach sind noch vier. Also wir müssen beide dann noch zweimal laufen. Jo, dann haben wir's. Und hier, viel Spaß mit der Tasche. Eigentlich müsste das Boot schon lange untergehen, aber ist ja nicht so schlimm. Achso, Goldbarren, ja. Ich habe gerade nochmal gecheckt, ob man hier dieses Schließfächer noch aufmachen kann, aber nope, alles easy peasy, lemon squeezy. So. Jetzt kommt mein letzter Gang, danach kommt dein letzter Gang, dann haben wir's. Exactly. Das ist so eine Mission, die, wenn man sich nicht 3 Stunden daran auffällt, die Termitpaste zu finden, eigentlich relativ schnell geht und man dafür echt viel Geld bekommt. Also, ich glaube, wenn man nur Geld farmt, ist das eine ganz gute Mission. Auf jeden Fall. So, ihr Penner, hier, frisst noch meinen letzten Molotow. Ja, danach escapen wir sofort, ne? Ja, aber komm dann erstmal noch mal kurz aus der Kanalisation raus, nur um sicher zu gehen, dass ich meine Tasche noch reinwerfen kann. Eigentlich sollte es funktionieren, aber man weiß ja nie im Leben. Die Escape Zone ist dahinter. Ah ja, okay, na dann. Also, das haben sie anscheinend bedacht. Ich stell aus Spaß mal noch meinen letzten Arztkoffer auf. Ich habe auch noch einen neuen Kabelbinder, aber nein. So. Raus? Exit. Nice. Easy. Sweet talk the Tyler. Teller. Our lock is going to take care of you. Tyler. I know I made some promises and I'm still working on getting answers. Oh, fast 1 Million auf Offshore, davon kann man leben. Yeah. Ach so, never mind. Doch nicht. Doch, ist doch, doch, so, ja, ah, ja, 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 Offshore, warte, okay. Gut, okay. Frühstück, ja. Zahltag. Oh. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ich nehm die. Scheiße. Ja, Waffenmod. So. Und 90.000 Bargeld. Das ist auch geil. Easy. Okay, liebe Leute, wir haben die Brooklyn Bank durch. Was haben wir? Was? Liebe Leute, wir haben die Termitpaste gefunden. Brooklyn Bank ist down. Ist ausgeräumt. Als nächstes machen wir die Mission, bei der ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir die schon gemacht haben oder nicht. Oder keine Ahnung, aber welche das ist. Das erfahrt ihr nächste Woche Freitag um 19.30 Uhr. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis dann.